Bonjour. Merci, dass der Astrid Lulling TV am Dok-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Am Juli 2008 hat die Europäische Kommission eine Proposition gemacht für die Eurovignette-Direktive, auf Deutsch die Wegekostenrichtlinie zu reformieren mit dem Ziel, den Gittertransport auf der Straße zu taxieren, für Pollutionskosten aufzudecken. Diese Proposition ist ein Teil von der Strategie von der EU-Kommission für den Transport mehr umweltfreundlich zu machen. Die aktuelle Direktive erlaubt es nämlich nicht, externe Kosten wie Luftverschmutzung kann mehr die Stau aufzudecken durch die LKW-Maut, auf Deutsch, Toll, auf Englisch. An der Juni-Plenarsession vom Europäischen Parlament haben wir zu Straßburg über das neue Eurovignette-Richtlinie an zweiter Lesung aufgestimmt, nachdem das Parlament an den Ministerrat sich zwischen der ersten Lesung, die schon am März 2009, also vor den Europawahlen stattgefunden hat, geeinigt hatten. Ihr seht, es war eine Schwergeburt an über den Kompromiss, den mit 505, die 141 Stimmen nach 17 Enthaltungen zu Straßburg aufgeholt haben. Das ist natürlich nicht nach lang, nicht jeder froh und glücklich. Besonders Transporteure nicht, weil sie auch zusätzlich blechen müssen. Ich bin nicht Member von der Transportkommission vom Europäischen Parlament. Das ist mein Kollege Georges Bach, den als früherer Präsident von der christlichen Transportwerbester, dem Ciprolux, an dieser Matière daheim ist. Er ist bei mir am Studio. Moin, Georges. Moin, Astrid. Merci, dass du bereit warst, mit mir als Nulllauschter zu informieren über das, was dann auf Camions-Transporteuren zu Lützeburg und an Europa zusätzliche Kosten durchgehen, aber diese Stadt aber auch auf Konsumentenpreise auswirken wird, weil wenn zusätzliche Transportkosten gibt, dann finden das schon immer am Endpreis von den Konsumenten rum. Und wir haben ja schon zu Lützeburg eine viel zu hohe Inflation vergleichbar mit diesen Nobelschländern. Also, George, was bedeutet das? Also ich kann das ja noch nur lauschen, da draußen direkt beruhigen. Hier kommen noch nicht terribel viel zusätzliche neue Kosten auf den Klienten zu. Ziel war ja am Anfang ein doppelten Effekt. Erstens, für das mehr investiert geht an neue Technologien, das heißt, Kamionen mehr emissionsfrei zu kriegen. Und das zweite Ziel war am Anfang eine Verlagerung zu kriegen vom Gittertransport, von der Straße, auf mehr umweltfreundliche Mode, das heißt, auf Schienen und auf Wasser. Und es wäre natürlich immer am Hinterkopf für Transporteure, für die kleinen und mittelständischen Unternehmer, Unternehmen, nicht so viel zu belasten und auch die Klienten nicht so viel zu belasten. Natürlich, das wäre ein Kompromiss am Anfang dazwischen. Und plus, als es nach mir schwer geht, weil wir Transitländer haben, die wären natürlich ganz dafür, für so einen Tax zu erheben, am Randländer von Europa, die nicht unbedingt dafür wären. Natürlich, wie du richtig gesagt hast, ist ein ganz schwerer Kompromiss, den man fand. Ja, als früheren Eisenbahner, George, du muss ich dich froh freuen, dann lässt die Eisenbahner sich darüber, weil sie ja immer kritisiert, dass sie mehr Kosten zu drohen, auch für die Infrastruktur, und dass es dafür keine gerechte Konkurrenz gibt zwischen der Straße und der Bund. Also die Eisenbahner können sich an der heutigen, dem heutigen Dossier nicht unbedingt direkt freuen, weil nicht bis auf die letzten Konsequenzen das hier ausgeschafft gehen ist. Mit das ist aber wichtig, dass für die erste Kehr der Verursacherprinzip, das ist mir Hundelo mal endlich festgeschrieben, den, der knascht möchte, die soll auch dafür bezahlen. Also ich meine, das könnte am Endeffekt ja auch den Eisenbahnen sehr gut. Mhm. Aber wie gesagt, hier gehen auch ein paar Sache mit rangeholt, hier gehen noch die Staukäste mit rangeholt, wo ein ganz, wo eine Ponderation kann gemerkt werden zwischen Stauszeiten. Zeiten, ja. Am Mann, am heroischen Zeiten, das heißt, wo das Herno kann in diesen Rut intelligent plankt, der kann den Stauen ausweichen, der kann seinen Transport am heroischen Zeiten verlieren, auch da könnte Lernkosten. Und das am Anfang
ein kann oder das kein muss funktionieren. Die Länder müssen das heute nicht aufhören, aber sie können nicht aufhören. Und das ist am Anfang das, wo ich persönlich nicht so ganz froh bin, weil ich bin der Meinung, wenn man endlich auf den Weg gehen, für zu so einen Knast mich muss bezahlen, dann muss es doch einheitlich sein. Und das geht für nicht aufhören. Und da sind ich eben, wie gesagt, an dem Prinzip nicht ganz glücklich. Ja, das ist also mal noch mehr da aufhören und dann noch, und wie fließt dann da zusätzlich Geld? Das an der Debatte viel kritisiert ging, dass die Resetten aus diesen neuen oder den hohen Taxen, es soll ja maximum 4 Euro Cent pro Kilometer sind, die kommen aber zusätzlich zu denen 15 bis 30 Cent gehen oder größt vom Kamion, das kritisiert ging, dass denen zweckgebunden wären. Mehr schon aber logeliers 15% von den Resetten, die gingen aber für das Finanzament vom transeuropäischen Korridor gehen. Das ist ja ein gutes Sache. Das ist zum Teil ein gutes Sache. Ich meine, die Zweckbindung, das war ein ganz großer Diskussionspunkt. Vor Jahren hat die Kommission ja einen Vorschlag gemacht, für die Gesamteinnahmen an die mehr umweltfreundlichen Transportarten zufließen zu lassen. Und da waren natürlich verschiedene Länder dagegen. Die Finanzministerin hat die auch gerne etwas an diesen Zeiten. Und plus waren Transporteure auf der Straße auch dagegen. Und als dann 15% festgehalten gehen, ob denen 15% das lang gestritten gehen. 15% müssen an Infrastrukturen fließen für den Transport, für die Korridoren. Und die anderen 85% die können am Staatsbudget für andere Zwecke geholt gehen. Mit muss ein Transport Transparenz garantiert. Das heißt, alle Mitgliedstaaten müssen so und für weiter, dass sie hält. Wir sind ja ein Transitland. Wie handhaben wir das dann überhaupt zu Lützburg? Kriegen wir da etwas ran? Also Lützburg misst natürlich einen großen Interesse, für das anzuführen. Wir haben ja im Moment die Infrastrukturtaxe, das heißt, die Eurovignette, bis jetzt schon alle Transporteure müssen bezahlen, für das Straßennetz zu benutzen. Für durch ein Land zu führen. Für durch das Land zu führen, mit der Belgien, mit Dänemark zusammen. Das heißt, das zusätzlich dabei. Aber wie du schon richtig gesagt hast, 4 Cent. Kilometer, das geht um 1000 Kilometer, gehen das 40 Euro, aber wenn ich das dann auf die Charge rechne von dem einzelnen Kamion, geht das trotzdem nicht viel mehr. Wie gesagt, Lützburg müsste aber interessiert sein, für auf die Manier aber eine zusätzliche Einnahmequelle zu kriegen. Okay. Ja. Ich muss aber noch etwas sagen über die Kamedie, die ja los soll besteuert gehen. Also es gibt auch kein Kamion, den so viel Kamedie mischt wie die Quatten. Also, das sind die Feierräder, die Motorräder, die machen da unheimliche Kamedie. Ich meine, die kaufen das für Kamedie zu machen. Und da machen wir nichts. Ich fand das nicht richtig. Und da muss ich nach etwas sagen. In Zukunft sollen ja auch die Taxen auf einer Transporten gelöst gehen. Ging das dann auch nach zu Lützburg auf Taxien? Die sind ja schon so prohibitiv teuer. Das ist schon wenig 75 Euro bezahlt. Für von der Gare auf Schöffling zu fahren. Es sind 120 Euro bezahlt, für aus Spanien über 100 Kilometer von Toledo auf den Flughafen nach Madrid zu fahren. Geht das danach? Also die Eurovignette ist effektiv ein Tag im Güterverkehr, aber die anderen Sachen kann mir die ausgeregelt, muss ich so ein Wandel, den einen oder anderen sich nicht darin hält, dann ist es wie man da gesetzt. Das heißt, es gibt immer Leute, die sich schon nicht halten und dann so abfallen, so negativ abfallen. Taxipreise, muss ich sagen, als zu Lützburg schon seit längerem ein Diskussionsthema. Ich bin eigentlich gespannt, wenn ich dann den neuen Transportminister oder den Nachhaltigkeitsminister eine Proposition möchte, weil das darin... Wir haben schon geschworen, 2,5 Jahre da ging da aber Zeit. Es gibt Zeit, weil mit der aktuellen Situation als Kind zufrieden ist. Ja. Weder der Client, noch den Entrepreneur, noch der Salarier, den du schaffst, noch der Population zu Lützburg, das, weil wir sind in diesem Land, wir noch andere Preise, die da sind, das ist klar. Aber nicht an dem Moment. Wir leihen mit zwei Schweizer Städten, mit Genf und mit Zürich, leihen wir ganz viel am Spitzentrio. Und das muss effektiv ein neues Projekt, eine neue Proposition kommen. Sie haben einen neuen Präsident von der Taxi-Föderation. Ich weiß, dass denen mit auf den Weg geht, für ein Aufkommen mit dem Ministerium zu fangen. Da müssen wir mit Ministern mal am Direkt treten, dass sie da etwas machen. Wir müssen da ein bisschen stöppeln, dass du endlich das Projekt auf den Tisch kommt. Ja. Merci, Georges, dass du bereit warst, als Nullausser zu informieren. Merci auch, dass du als Null gelauscht hast. Bis geschwind. Merci.